doch nicht, Klaus-Dieter. Da will einer was von mir. Ha. Na sowas. Eine Kuh in meinem Garten. Ja, sag mal. Wer bist du denn? Hast dich irgendwo losgerissen, hä? Ja, sag mal, wie heißt du denn? Hm? Wo wohnst du denn? Ja, das wirst du mir nicht sagen können. Aber du bist ja eine Milchkuh. Ja, fabelhaft. Also, wenn's dir gefällt, dann bleib doch einfach hier. Dann hätte ich jeden Morgen frische Milch. Peter, seit wann hast du denn eine Kuh? Hallo, Trude, seit eben. Sag mal, willst du immer noch Selbstversorger werden? Ja, warum nicht? Und außerdem, sie gefällt mir. Sie hat so schöne Augen. Ja, aber wir wollten doch in den Zirkus gehen. Ja, eigentlich schon, aber das geht ja jetzt nicht. Ich muss auf die Kuh aufpassen. Sag mal, wie alt ist die denn? Och, die jüngste ist es nicht. Na, und woran erkennst du das? Das kann man an den Kauflächen der Zähne sehen und an den Hörnern. Siehst du hier? Junge Kühe haben ganz glatte Hörner und alte Kühe haben graue Hörner. Und außerdem hatte sie schon, Moment, das siehst du an den Ringen, 1, 2, 3, 4. 4 Kälber. Ja, die Kuhhändler, die feilen sogar die Hörner ab, bevor sie eine Kuh verkaufen, damit die jünger aussehen. Und woher weißt du das alles? Ach, warst du noch nie auf einem Bauernhof und hast einen Bauern gefragt? Ja, schon, aber darüber haben wir nicht gesprochen. Ah, Moment mal, ich muss erst einen Eimer besorgen, ja? Das Euter ist nämlich voll und dann muss sie gemolken werden. Na, du hast deinen Stall sicherlich nicht gefunden, hm? Aber lange kann dich der Peter nicht behalten. Es gibt Probleme. So. Sag mal, Peter, woher kannst du denn das? Na, ich war doch mal auf einem Bauernhof zu Besuch. Aha, dann weißt du also auch, dass die Kuh einen Stall braucht. Ja. Und Futter. Ja. Und eine Kuh macht Mist. Ja. Also Peter, da kommen einige Probleme auf dich zu. Ja, das könnte sein, Trude. Aber lass mal überlegen. Also einen Stall müsste ich an den Bauwagen anbauen. Groß genug fürs Heu im Winter und wetterfest. Die Kuh kann ja erstmal im Garten grasen, aber sie darf nicht die Blumen und die Sträucher wegfressen. Da muss ich also täglich Gras holen und Zusatzfutter geben. Und den Mist, na, den könnte ich doch sammeln und den Nachbarn geben für ihre Gärten. Und im Winter muss ich den Mist eben auf einen Haufen schichten. Ja. Ja, das ist alles viel Arbeit. Aber ich kann es schaffen. So. Ja, seht mal, schon so viel Milch. Na, was sagst du dazu? Prima, Peter. Jetzt hast du jeden Morgen und jeden Abend frische Milch. Genau. Aber du musst dich auch um die Kuh kümmern. Und das ist gar nicht so einfach. Naja, das stimmt schon. Aber sieh mal, Trude, ich habe doch nur eine Kuh. So ein Bauer hat natürlich viel Kühe. Der braucht einen großen Stall und der hat auch viel Arbeit. Aber ich mit der einen? Sicher, was ein richtiger Bauer ist, der hat viele Kühe. Und wenn die Kühe glücklich sein sollen, hat er genügend Weideland und ab und zu einen Baum drauf, zum Schatten geben. Abends gibt's dann noch Kraftfutter. Und aus den kleinen Näpfen da neben den Kühen kommt Trinkwasser. Sehr praktisch, von oben kommt das Stroh. Nur, das wird nicht lange so sauber bleiben. Tja, das muss ja auch sein. Kühe haben nun mal keine eigene Toilette. Der Mist muss weg. Ja, und bei so viel Kühen lohnt sich dann schon ein Mistbagger. Und eine betonierte Mistgrube.
Ja, richtig. Die Kühe müssen ja auch gemolken werden. Aber nicht mit der Hand. Das macht heute keiner mehr. Sondern mit der Melkmaschine. Sitzt. Ja. Ja, jetzt wird die Milch abgesaugt. Durch Schläuche, Filter, Rohre, durch den ganzen Kuhstall hindurch in einen Sammelbehälter. Da bleibt sie aber auch nicht lange, denn da kommt schon der Tankwagen von der Molkerei. Nein, der bringt kein Benzin, der holt die Milch. Fast 20 Liter. So viel gibt eine gute Kuh an einem Tag. Meine übrigens auch. Wenn das so weitergeht, dann trinke ich hier Milch. Ich kann auch nicht mehr duschen, weil ich die Badewanne brauche zum Milchkühlen. Milch, Milch, Milch. Morgens Milch, mittags Milch, abends Milch. Ein Leben für die Milch. Na Peter, gibt es denn schon frische, gute Morgenmilch? Klar, Trude. Du kannst frische Milch haben oder Milch vom Montag, vom Dienstag, vom Mittwoch. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit der vielen Milch. Die Kuh ist so produktiv. Na, dann seid du doch auch produktiv. Milch kann man doch auch verwenden. Ja, wie meinst du denn das? Na, wenn du schon so viel Milch hast, könntest du doch eine kleine Molkerei aufmachen, hm? Peters Kleinmolkerei. Das ist eine gute Idee. Man kann doch so viele Sachen selber machen, ne? Quark, Joghurt, Butter. Butter macht man doch aus dem Rahm, nicht? Der oben auf der Milch. Ja, und wenn man den Schlagrahm zu lange schlägt, dann kann er kippen und wird Butter. Ja. Da fällt mir eine lustige Geschichte ein. Kennst du die? Nein, noch nicht. Nein? Ja. Kennt ihr die vielleicht? Die Geschichte von den zwei Fröschen, die in die Sahne gefallen sind? Tja, da war einmal ein Topf mit Sahne. Und zwei Frösche, die hineinsprangen. Erstmal wunderten sie sich. Das Zeug schmeckte gut, fand der eine. Und schleckte und schleckte und schlürfte und schmatzte und wurde immer dicker. Mach das nicht, sagte der andere. Hüpf lieber. Und er fing an zu hüpfen. Hey, was ist denn das? Sein Freund war so dick geworden, dass er nicht mehr schwimmen konnte. Er ging runter. Mann, oh Mann, was ein Unglück. Eins und zwei und drei und... Er hüpfte und hüpfte und die Sahne wurde dadurch immer dicker. Zum Schluss war Butter draus geworden. Jetzt konnte nichts mehr passieren. Von dem anderen habe ich leider nie wieder was gehört. Ja, so wird tatsächlich aus Milch Butter gemacht. Naja, nicht mit Fröschen, aber in Maschinen oder in einem Butterfässchen wird die Sahne so lange geschlagen, bis Butter draus geworden ist. Aber um aus Milch etwas Neues zu machen, muss man eigentlich überhaupt nichts tun. Ich hatte doch so schrecklich viel Milch, Trude. Ja. Und die ist stehen geblieben. Ich habe nicht weiter dran gedacht und sie ist von ganz alleine dick geworden. Und jetzt habe ich Dickmilch. Eine fabelhafte Dickmilch. Ich habe auch rausgekriegt, dass wenn man ein Löffelchen Buttermilch dazu tut, dann geht es schneller. Und diese Dickmilch mit Zucker. Ach Peter, daraus kann man auch Quark machen. Ach, das geht? Ja, hast du mal ein Stück Bindfaden und ein Tuch? Ein Stück Bindfaden und ein Tuch, ja. Ich mach das mal hier frei. Ein Tuch und Bindfaden. Komm ich doch hier schon. Schlüssel? Kann ich deine Schürze haben? Ja, natürlich. So. So, jetzt brauchen wir noch ein Sieb. Ein Sieb? Ein Sieb. Haben wir auch. Und was gibt's? Sieb tun was wir hier jetzt rein. Und jetzt legen wir das Tuch darüber. Das Tuch drüber. Ja, das ist nämlich ein altes Rezept von meiner Großmutter. So, und jetzt tun wir die Dickmilch hier rein. Die Dickmilch da rein. So. Ja, jetzt müssen wir die Zipfel hier hochnehmen und das da drüber festbinden. Ah ja. Siehst du? Moment. So. Dass nämlich das Wasser da unten rauslaufen kann. Ja. Ist aber kein Wasser, das heißt Molke. Molke. Und das Dicke bleibt oben drin. Ja, genau. Ah, ja. Weißt du, und dass das gut abtropfen kann, tu es am besten mal darüber, über den Ausguss. Ja, gib mal her. So. Machen wir so.
Sehr schön. Da läuft schon die Molke unten raus. Schmeckt so schön säuerlich. Und ich weiß auch, woher das kommt. Da sind kleine Lebewesen. Überall in der Luft. Sehr kleine Lebewesen. Also so winzig, dass man sie nur unter dem Mikroskop sehen kann. Bakterien. Und einige von denen gehen auch in die Milch und sorgen dafür, dass es sauer wird. Es gibt auch schlimme. Von denen wird die Milch nur schlecht. Aber diese kleinen Helferlein, die sind auch sehr nötig bei der Käsebereitung zum Beispiel. Ohne die wird es auch keinen Käse geben. Also auch im Käse sitzen diese Milchsäurebakterien. Och Peter, nun hör doch endlich auf mit deinen wissenschaftlichen Vorträgen. Weißt du, am besten wir lassen das bis morgen hängen. Mhm. Und dann kannst du ein bisschen Salz reinmachen und Schnittlauch und auch noch andere Kräuter. Mhm. Und dann hast du den besten Quark der Welt. Schön, Trude. Aber sag mal, aus Quark macht man doch auch Käse. Wie geht denn das? Naja, das ist schon ein bisschen kompliziert. Also einfach kann man das nicht sagen. Ja, das würde mich aber schon mal interessieren, wie man so ein großes Käserad macht. Dazu geht man am besten sehr früh morgens in ein kleines italienisches Dorf. Die Bauern bringen gerade ihre Milch in die Molkerei. Liter von Signore Paletti. Und 18 Liter von Giovanni. Frische, köstliche Kuhmilch. Und die wandert erstmal in einen kupfernen Bottich. Da wird sie erwärmt und gerührt. Aha, sie gerinnt schon. Temperatur stimmt, ja. Da drin sind auch wieder die Milchsäurebakterien. Ohne die läuft nichts. Die Milch wird immer bröseliger. Naja, das ist doch schon ein fabelhafter Hüttenkäse. Aber wir wollen ja was anderes. Zuerst wird mal die Molke abgepumpt. Die vergessen wir mal. Wichtig ist, was jetzt noch im Bottich schwimmt. Der Weißkäse. Die machen es genauso wie Trude. Aber jetzt kommt das Ganze in runde Formen. Ziemlich feucht, der Weißkäse. Aber das ändert sich gleich. Ein Rest Molke wird noch rausgepresst und die Käsebrösel wachsen jetzt zusammen. Na, das dauert ein bisschen. Na, wie sieht er jetzt aus, der Käse? Wie ein Käse. Aber fertig ist er noch nicht. Er kommt erstmal in ein Salzbad. Da kriegt er den richtigen Geschmack. Danach muss er noch trocknen und sich ausruhen. Ja, ein guter Käse braucht auch Zeit.
Im Prinzip werden alle Käsesorten so hergestellt, alle aus Quark. Aber Quark hat noch etwas Gutes. Da kommst du nie drauf, Peter. Oh, Quark ist bekömmlich. Stimmt, aber das meinte ich nicht. Du darfst noch mal raten. Man kann ihn auch mit Marmelade essen, als Süßspeise. Stimmt, aber denk mal an etwas anderes. Quarkkuchen? Stimmt, aber noch etwas anderes. Trude, ist dir schlecht? Wie siehst denn du aus? Hast du noch nie was von einer Quarkmaske gehört? Mit Gurkenscheiben. Ja, das ist ein altes Schönheitsmittel. Du, das erholt die Haut und entspannt sie und macht sie wieder frisch. Ja, also ich brauche keine Gesichtsmaske. Was ich brauche, ist eine Idee, wie ich meine Dickmilch loswerde. Joghurt, wie ist es denn damit? Dazu brauchtest du aber eine Joghurtkultur. Kultur? Was hat denn das mit Kultur zu tun? Ach so, eine Bakterienkultur. Ja, richtig. Für einen Joghurt braucht man ja auch ganz bestimmte Bakterien. Und wenn Bakterien so auf einem Haufen sitzen, nennt man das eine Kultur. Die sitzen da in der Milch und vermehren sich und wachsen und arbeiten darin wie eine kleine chemische Fabrik. Ja. Übrigens, die Bakterien, die im Käse arbeiten, die könnten doch eigentlich die Löcher darin machen. Wie kommst du denn jetzt wieder auf Löcher im Käse? Naja, irgendwie müssen ja die Löcher in den Käse kommen. Ich meine, man schießt sie ja nicht rein oder man bohrt sie ja auch nicht in den Käse, ne? Wisst ihr, wie die Löcher in den Käse kommen? Käselocherei, Werk 1. Also ganz so dramatisch kommen die Löcher ja nicht in den Käse, sondern es sind mal wieder die Bakterien, unsere kleinen Helfer. Die sitzen ja im Käse und arbeiten wie lauter kleine chemische Fabriken und darin machen sie lauter kleine Hohlräume. Das ist wie wenn ein kleiner Mann im Käse, wenn er noch weich ist, lauter kleine Luftballons aufbläst. Nee? Also Peter, du wolltest doch Joghurt machen. Ja, richtig. Da haben wir also hier unsere dicke, saure Milch. Die kommt jetzt hier rein. Ja, aber jetzt brauchen wir doch die Joghurtbakterien. Wo kriegen wir denn die her? Na du, dann nehmen wir einfach einen Joghurt aus dem Supermarkt. Ach ja, da sind sie ja drin. Na eben. Sag mal, Trude, wieso gibt eine Kuh eigentlich Milch? Ach, also Peter, du kannst Fragen stellen. Man wird ja noch mal dumm fragen dürfen. Gut, also, eine Kuh gibt nur Milch, wenn sie ein Kalb geboren hat. Und das Kalb, das bleibt dann mindestens 3 Tage bei der Kuhmutter, weil die Milch einen Stoff enthält, der es vor allen Krankheiten schützt. Und das ist auch bei anderen Säugetieren so. Die Milch der Tiermutter enthält alle Stoffe, die ein Tierbaby zum Leben und zum Größerwerden braucht. Übrigens, auch Menschenbabys brauchen die Milch aus der Brust der Mutter als erste und wichtigste Nahrung, damit sie groß und kräftig werden. Milch kommt also immer nur von einer Kuhmutter, hm? Ja. Ah, danke, Trude. So, und jetzt machen wir Joghurt. Ja, und dazu geben wir in deine dicke Milch hier etwas von dem Joghurt, den ich vorhin geholt habe. Mhm. Und dann hast du nach 2 bis 3 Tagen
nämlich einen guten, sehr guten neuen Joghurt. Schön. Und der schmeckt doch sicher dann viel besser als das Zeug aus den Plastikbechern. Ein Glück, dass man das selber machen kann. Ja, weißt du, ich finde sowieso, man sollte viel öfter beim Bauern kaufen. Da sind die Sachen frischer und ohne chemische Zusätze, nicht? Ja, oder bei mir. Ich habe ja schließlich jetzt auch eine Kuh. Ich bin Kleinbauer. Und ich verkaufe echte Milchprodukte viel frischer. Direkt von der Kuh zum Verbraucher. Ohne den langen Weg vom Bauern über die Molkerei. Ja, richtig. Da ist ja wieder unser Tankwagen von vorhin. Bringt die Milch vom Bauernhof. Umpumpen und kühlen. Und dann wird die Milch in die Mangel genommen. Pasteurisiert, homogenisiert, evaporisiert, filtriert, zentrifugiert, elektronisch kontrolliert. Eieieiei. Bleibt denn da überhaupt noch was übrig? Ja, doch. Hinten kommt was raus. Milch in Tüten. Die ist zwar immer noch weiß, aber so richtig frische Kuhmilch ist es nicht mehr. Dafür hat sie aber einen Datumstempel. Und eine schicke viereckige Verpackung. Aha, das gibt Butter. Hier wird sie geknetet und da wird sie verpackt. Fleißig, fleißig. Greift so eine Maschine nicht mal daneben? Das gäbe doch einen schönen Matsch. Nee. Seltsam, ich sehe keine Leute, nur Maschinen. Und die Maschine hier macht Joghurt. Maschinenjoghurt. Gelben, roten, grünen Joghurt. Wenn das die Kühe sehen könnten. Tja, so gemütlich wie in der kleinen italienischen Käserei kann es hier leider nicht zugehen. Ein Labor gibt's auch hier. Das prüft, ob die Maschinen auch richtig arbeiten. Also, das habe ich alles nicht nötig. Ah, der Herr Nachbar. Tag, Herr Lustig. Tag, was darf's denn sein? Ein Liter frische Milch. Und etwas Quark heute. Etwas Quark, gut. Ich sehe ja, Sie haben sich ganz schön an die Kuh gewöhnt. Oder hat die Kuh sich an Sie gewöhnt? Oh, wir leben ganz gut zusammen. Mich stört die Kuh nicht und ich störe die Kuh nicht. Das geht ganz gut. Nur für den Winter, da brauche ich noch Heu. Oder Zusatzfutter. Das macht mir noch ein bisschen Sorgen. Also, das schaffen Sie schon, Herr Lustig. Ich muss wirklich sagen, auf Ihre frischen Milchprodukte kann man gar nicht mehr verzichten. Das ist ja wirklich so, als ob Sie frisch vom Bauernhof kämen. Ja. Viel besser als im Supermarkt. Ja, ja, das sage ich doch mal. Ja. So, da wäre Ihr Quark. Und die Milch. Wie wär's mit noch etwas Butter? Ach, nein, danke, das habe ich noch. Was macht's denn? 3,85 Mark. Oh, das ist aber preiswert. Mhm. Übrigens habe ich da noch frischen Kuhdünger. Nächste Woche. Für den Garten. Gut, dass Sie mich dran erinnern. Danke. Guten Tag. Ach, guten Tag. Tag, Grüne. Also dann, ja. Auf Wiedersehen. Bis morgen. Wiedersehen. Ja. Peter, dein Geschäft geht ja prima. Ja, schon. Aber eine Kuh zu halten ist ganz schön schwierig. Morgens melken, abends melken, den Mist wegkarren, das Futter holen. Landwirtschaft ist gar nicht so einfach. Aber Peter, ich habe eine Adresse für dich. Und zwar von einem Bauern, der will dir Heu und Rüben verkaufen. Ja. Aber ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das Geld dafür mit meinen Milchprodukten hier verdienen kann. Ach Peter, das schaffen wir schon. Und die fahren Sie auch? Also besser als die Kartons. Guten Tag. Guten Tag. Sind Sie Herr Lustig? Ja, das bin ich noch. Ich bin Amtsarzt, bitte. Und uns wurde gemeldet, dass Sie eine Kuh unsachgemäß halten. Ist das Ihre Kuh? Nein,
Die stand eines Tages hier im Garten. Und weil sie nicht wusste, wo sie wohnt, ist sie einfach hier geblieben. Und sie hat sich seitdem nie beschwert. Die Kuh ist ihnen also zugelaufen. Ja, dann müssen sie wieder zurückbringen. Ja, aber ich weiß doch nicht, wohin. Ja, das lässt sich leicht feststellen. Kommen Sie mal bitte mit. Mhm. Jede Kuh hat im Ohr eine Registriermarke, nicht? Hier sehen Sie das. Und danach kann man dann auch leicht den Besitzer ermitteln. Ach ja, richtig. Das hat der Bauer mir auch mal gesagt. Mhm. Ja. Ja, bedeutet das, dass der Peter die Kuh einem Bauern zurückbringen muss? Ja, sicher. Ach, aus ist es mit den schönen, frischen Milchprodukten. Aber vielleicht reden Sie mit dem Bauern, dass er sie beliefert. Oh, nein, nein, das geht doch nicht. Der Peter macht einen prima Quark und einen köstlichen Joghurt. Mhm. Und der hat feine Butter und immer frische Milch. Die Nachbarschaft hat sich doch dran gewöhnt. Ja, Sie können ja ruhig mal kosten. Das will ich gern tun. Die Kuh müssen aber trotzdem zurückgeben. Und ehrlich gesagt, eine Kuh gehört aufs Land und nicht in die Stadt. Mein Traum von der Selbstversorgung ist mal wieder ein Stück kleiner geworden. Sie können ja morgen früh mal im Amt anrufen, dann habe ich sicher schon die Telefonnummer von den Bauern. Gut, danke. Tja, dann fange ich schon mal an mit Abschied nehmen. Hm? Tschüss, du liebe Kuh mit deinen großen Augen. Ich habe telefoniert und jetzt weiß ich auch, wo die Kuh hingehört. Nämlich zum Bauern Klöbner in Knobelsdorf. Der will sie ja nun gerne wiederhaben. Also werde ich sie hinbringen müssen. Ja, Kuh. Dann wollen wir mal. Nee. So, machen wir noch eine kleine Runde. Morgen, Kuh. Ja. Hoffentlich ist der Bauer Klöbner nett. Dann hole ich mir nämlich die Milch von dem und mache daraus Quark und Joghurt und Butter. Übrigens, wenn bei euch in der Nähe ein Bauer ist, dann holt euch doch auch die Milch direkt von dem. Die ist wirklich frischer und da ist noch alles drin. So, ich habe noch einen weiten Weg vor mir bis zum Bauern. Und bis ich wieder zurück bin, da habt ihr ganz viereckige Augen. Also schaltet jetzt lieber ab. Heute passiert sowieso nichts mehr und ich muss weiter. Na, du stehst auf meinem Fuß. So, na komm, na wollen wir mal.